So funktioniert intermittierendes Fasten nach dem 16-8-Prinzip. Wenn du Intervallfasten für dich testen möchtest, dann empfehlen wir dir von Foodpunk einen 16-8-Rhythmus zum Einstieg. Die Fastenphase beträgt 16 Stunden, die Essensphase 8 Stunden. Beim 16-8-Fasten ersetzt man häufig das Frühstück durch einen Kaffee mit Butter und MCT-Öl. Dieser unterbricht die Fettverbrennungsphase nicht und bringt dennoch einen sehr guten Energieschub. Nach dem Abendessen bleiben dann 16 Stunden Pause bis zur nächsten festen Mahlzeit. Die ist in der Regel das Mittagessen. Und so sieht ein Beispielplan für das intermittierende Fasten nach dem 16-8-Schema aus. 9 Uhr Butterkaffee mit Weidebutter und MCT-Öl ohne Proteinpulver. 13 Uhr Mittagessen. 20 Uhr Abendessen. Wir gehen hier davon aus, dass du bis 21 Uhr den letzten Bissen des Abendessens verzehrt hast. Dann startet die Fastenphase nach dem letzten Bissen um 21 Uhr und endet um 13 Uhr beim nächsten Mittagessen. Wichtig ist, dass du in dieser Fastenphase 0, keine Kohlenhydrate, kein Protein und keine feste Nahrung zu dir nimmst. Mehr zu den verschiedenen Formen des Intervallfastens und unsere Bewertung dazu findest du auf dem Blog auf foodpunk.com. Über den Link im Profil kannst du dir deinen eigenen persönlichen Ernährungsplan erstellen lassen und dabei auch das Intervallfasten als Wunsch im Fragebogen angeben.